Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti Bam Bande. Heute ist die 29. Folge und der 14.10. Und ja, wir sind immer noch am ziemlich kräftig verlieren. Und es wird halt immer später am Wochenende. Also meine Aufnahme immer später. Das ist halt dazu. Es liegt aber daran, dass ich halt echt keine Zeit zur Zeit habe zum Zocken. Also jedenfalls nicht so viel. Und vielleicht ist das auch daran geschuldet, dass wir halt so oft verlieren, dass wir einfach nicht so viel spielen können. Aber egal, wir versuchen trotzdem unser Bestes zu geben. Auch wenn wir jetzt schon gleich, sind wir schon unter 4000. Ja, gerade ein Punkt unter 4000. Und, aber wir haben immer noch drei Spiele mehr gewonnen. Moment. Immer noch drei Spiele mehr gewonnen als verloren. Also ist noch was als positiv. Theoretisch. So, mal schauen, gegen was wir spielen. Und wir spielen gegen Zerg, sehr gut. Der Map, die ist zwar ziemlich anstrengend, aber wird funktionieren hoffentlich. So, unser Bestes zu geben gegen Zerg. Gut, da kann man. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So. Wir spielen gegen Zerg. Wir machen unten dicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Und ich überlege, also Gate Expand zu spielen. Also ich will auf jeden Fall mein Bild auch nochmal ein bisschen umstellen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, kriegt man noch den Exe? Kein Exe first, schlecht. Scheint mir cool zu werden. Eure Sonden werden angegriffen. Dann spielen wir doch mit Doppel-Exe. Der Pool steht nämlich schon fast. Das ist auf jeden Fall kein normaler Bild, das ist irgendwas Aggressives. Du solltest doch das bauen. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht. Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein aggressiver Push werden. Weil wenn er jetzt keine dritte baut, ich tippe darauf, dass es ein All-In jetzt gleich kommt. Oh ja, da brauchen wir auf jeden Fall einen Bersi vorher. Eure Sonden werden angegriffen. Da sind schon die Linger, die ersten. Eure Sonden werden angegriffen. Mein Leben für Ajur. Jetzt müssen sie meine Drohne erwischen. So, wir nehmen trotzdem eine Echse. Ehre den Dalai. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Gebt uns einen Auftrag. Nur die Gläubigen. So, wir müssen doch mal gucken gehen. Na. Was wünscht ihr? Vorwärts! Niemand kann uns aufhalten. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Für den Ruhm, ja? Okay, wir haben auch einen Bärsi dazu. Und wir haben immer noch keine dritte. Najaka Mina. Wir sind die Klingen Ajurs. Wir dienen mit Stolz. So, wir gehen nochmal reingucken. Por Salah. So soll es geschehen. Unser Denken gleich. Ich bin hier. Viele Linge. Niemand kann uns aufhalten. Headspeed Upgrade.
Die Templer rücken vor. So soll es geschehen. Für den Ruhm. Unser Denken ist leicht. Abgeschlossen. Oh, 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 oh. Und spät dran mit allem. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir haben zu viel Gas, deswegen baue ich jetzt hier kurz auf die. Hier, die Wesen sind Protektoren. Sentries im Englischen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kommt ein Link? Ja, gebt uns einen Auftrag. Die Templer rücken vor. So, wir gehen natürlich auf Kolosse. Und müssen kurz noch rein scouten, was er bringt. Ich habe noch keine. Oh, warte schon. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ich will wissen, was er hat. Ist gut, wenn er das macht. Keine. Doch, Banelinge. Das ist doch. Ich bin hier in die Schatten. Banelinge, Hydrosen hast du nicht gesehen. Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Kommen wir ein paar Länge. Ihr habt mich. Ich bin hier in den Schatten. Draco. Was ist. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, was macht denn der da unten? Das wäre echt schief gegangen fast. Komme ich hier einen dran vorbei? Okay, Upgrades hat anscheinend schon. Da steht auch schon die dritte. Ah, sind genau drüber geflogen. Auf jeden Fall ein bisschen beeilen. Ihr habt nicht genügend. Eine vierte scheint aber noch nichts zu haben. Auf jeden Fall. Mineralienfeld erschöpft. Verstanden. Ihr habt nicht genügend. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Forscht. Ihr habt. Doch, hat jetzt eine dritte. Sie brechen durch. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Himmel warten. Shit.
müsst zusätzliche Pylonen bauen. Das Pylonenproblem kann gerade ein großes Problem sein. Breitet sich schön ordentlich aus, aber wir sammeln trotzdem, bis wir voll sind. Nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Natürlich können wir jetzt ein Problem kriegen mit R. Deswegen bereiten wir das schon mal ein bisschen drauf vor. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ich bin hier in den Schatten. Und nimm Storm dazu. Und eine Echse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Viele Linge. Ist jetzt nicht so problematisch. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ich bin die Stimme der Fenster. Pylon wird angegriffen. Ah, da kommt der Eingegrabene. Abgeschlossen. Und Hotlords. Oh, 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 wir müssen weg. Ja, haben wir verloren. Ich bin einfach zu schlecht für das Game. Ja, es ist, ich weiß nicht, wer kommt einfach mit dieser Kombination. Ja, GG. Ich darf den Zerg nicht machen lassen. Ich krieg's einfach nicht mehr gebacken zur Zeit. Absolut keine Chance. Naja, machen wir weiter. Probieren nochmal einmal eins und danach. Würde ich sagen, reicht für heute. Ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen demotiviert. Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf euch aus. Aber ich bin zurzeit echt demotiviert. Also. Zerke rollen einfach ein und Terraner zum Möben ein einfach nur. Man muss Zerg einfach mit einem Two-Gate-Push killen, sonst kriegt man den anscheinend nicht. Und ich glaube, das ist einfach viel zu passiv, den Bild, den ich spiele. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin ja mal nicht scouten gegangen. Scheiße. Naja. So, wir machen jetzt ein One Gate Expand. Also 20 Sonden bauen und dann expandieren. Wahrscheinlich ist es einfach zu wenig Echo, was ich am Anfang kriege. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
Oder man spielt einfach einen One-Gate-Push. Keine Echse, so ziemlich spät Echse. Kein Gas. Was ist denn da los? Also ich werde doch, um sicher zu spielen, einfach mal Spiele expandieren. Eure Sonden werden angegriffen. Ach, was sammeln die denn nicht? Ihr nehmt doch eine Spielerechse. Ist mir egal eigentlich. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Eure Sonden werden angegriffen. Na doch, Herr Bot. Eure Sonden werden angegriffen. Gebt uns einen Auftrag. Najaka Mina. Ich bin hier in den Schatten. Für den Ruhm. Niemand kann uns aufhalten. Ich bin hier in den Schatten. Tötet jeden, der sich gegen uns stellt. Unser Denken gleicht sich. So soll es geschehen. Pur Salat. Auslöschung. Vorwärts. In die Schlacht. Das reicht. Die Templer, ja, Exekutor. So. Nur die Gläubigen. Forschung abgeschlossen. Wo werden wir gebraucht? Wo werden wir gebraucht? Vorwärts. Schon länger? Salat. Die Templer rücken vor. Gut, können wir da zurückkommen? So, wir werden jetzt aggressiv spielen. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzlich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Das ist weg. Er breitet sich schön aus. Und noch keine dritte. Doch, jetzt macht er die dritte. Eure Krieger bekämpfen den Gegner.
Approaches, sehr schön. Ach, wenn ich rausgekommen ist. Ihr müsst zusätzliche. So, wir killen jetzt alle Overlords, die hier rundherum sind. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Forschung abgeschlossen. Mineralienfeld erschöpft. Gut, das kann ich noch nicht so gut mit dem. Hat schon viele, viele Schaden. So, wir wollen noch zweite Robo. Mineralienfeld erschöpft. Ja. Mineralienfeld erschöpft. Ich soll gleich überrascht werden. Ihr müsst zusätzlich. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier. Abgedampft. Nächste nehmen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonenmangel, ey.
Upgrade durchgeführt. Mineralien. Upgrade durchgeführt. Euer Mold wird angegriffen. Mein Leben für Ajur! Nur Roach Ravager, na geil. Angegriffen. Den Storm. Ganz dringend. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Auf einem Vespin-Geysir platzieren. Mein Leben für Ajur! Auch mit mehr Gates. Eure Sonden werden angegriffen. Upgrade durchgeführt. Mineralienfeld erschöpft. Mein Leben für Forschung abgeschlossen. Gut. Was ist euer Befehl? So diene ich. Stärke. Wir sind das. Mineralien. Mit der Kampf ist gut, mein Leben für Ajur. Heiligkeit. Verwendet! Yeah.
Stets gebaut, Unente. Zack besiegt. Ist auch die zwei Spieler gewesen. Naja, sind trotzdem wieder über 4000 gekommen. Aber mal endlich mal wieder gewonnen gegen den Zerg. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Mutti-Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti-Bären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti-Bär. Tschüss.